Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep. Wir haben Pläne, wir haben jede Menge Pläne. So weit sind wir schon gekommen in unserer Hütte und das ist nicht sehr weit, obwohl es geht eigentlich. Ich bin ein bisschen muffelig, weil man sich eine Hütte bauen kann, aber das Bett kann man aus irgendwelchen... Ich bewege meinen Charakter schon wieder so, als würde ich selber reden. Das ist nicht gut. Man kann sein Bett nicht in die Hütte bauen, sondern muss das Bett echt vor der Tür bauen. Also wenn es pisst oder stürmt und die Insel überschwemmt wird, dann sind wir futsch. Also das ist ein bisschen blöd, ist das. Wo ist mein Boot? Da ist mein Boot. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Mit einem Inventar so leer, wie es nur sein kann. Den Hammer, ich glaube, den brauchen wir da drüben gar nicht. Alles, was wir brauchen, ist unsere Stone Knives. Denn damit können wir sowieso alles abhacken. Der Hammer bleibt hier. Das Paddel brauchen wir auch nicht. Alles, was wir brauchen, ist wirklich... Okay, die Machete können wir noch aufbrauchen. Und das Steinchen. Und ich glaube, dann haben wir alles. Ich speichere mal lieber hier. Denn keiner weiß, was passieren könnte. Man hat mir übrigens gesagt, dass diese Box hier, dass die tatsächlich aus Castaway ist. Und man hat mir auch gepostet, welche Geheimnisse mir noch fehlen. Und ich hätte eigentlich schon alles gefunden, außer ein UFO, was noch irgendwo am Grund des Meeres rumliegt. Und das wollen wir natürlich auf alle Fälle haben. Muss ich das Boot da? Ja, ich muss das Boot wieder da reindutschen. Komm, mit Boot! Wir haben uns auf... Nein, nicht so weit mitkommen. Wir haben... Das... Nein, falsche Richtung. Wir haben uns da hinten auf die andere Insel einen Speer gelegt. Oh, das Ding kann auch rückwärts. Ja, warum auch nicht? Damit wir wissen, dass wir da schon waren. Oh, ich muss mein Headset mal ein bisschen leiser machen. Oh, so. Das heißt, wir können eigentlich direkt dran vorbeisausen. Blöderweise weiß ich gar nicht mehr, welche Insel das war. War das die da? Oder war es die da hinten? Leider werden wir da nicht drum herum kommen. Das müssen wir jetzt öfter machen, wenn wir eine fertige Bude haben. Und ich finde, das ist das einzige Manko, was das Spiel im Moment hat. Man hat keine Chance, irgendwie Brücken zu bauen von einer Insel zur anderen, weil die Inseln echt viel zu weit voneinander entfernt sind. Du kannst keine neuen Sachen anpflanzen, was kacke nervig ist. Und du musst immer von einer Insel zur anderen, weshalb dieses Motorboot so verdammt wichtig ist. Und wenn das Motorboot dann irgendwann auch noch Ressourcen braucht, also Benzin oder was auch immer, dann hast du ein Problem. Dann kriegst du gar keine Ruhe mehr, weil du dann erst danach suchen musst, um dann Ressourcen für den anderen Scheiß zu finden. Und dann machst du wirklich nichts anderes mehr, als durch die Gegend tuckern. Ich habe irgendwie Angst, dass ich gleich runterfall. Atmen. Mal glubschen. Mal glubschen, wie das läuft. Wir haben jetzt wenigstens ein volles Inventar. Hallo, Otto. Und gönnen uns da erstmal an unserer Umwelt bedienen. Ich komme gerade vom... Heute war schon wieder so ein diarröser Tag. Ich komme gerade vom Indisch essen. Und wer schon mal beim Inder war... Der weiß, dass es bei Inder verschiedene Schärfe gerade gibt, irgendwie von 1 bis, ich glaube, 5 oder so. Und er hat gesagt, ja, 2 ist so typisch europäisch, 3 ist ein bisschen drüber und 5 ist so, wie wir es halt gerne essen. Also die Inder. Und ich dachte, okay, 2 ist zu langweilig, ich probiere mal 3. Ich kann es kaum erwarten. Ich weiß schon, dass ich gleich ein paar Stunden auf dem Porzellansessel vor mir habe. Also Europäer... Die haben es nicht so, obwohl es da bestimmt auch ein paar gibt, die das bestimmt super duper vertragen. Wir hatten sogar einen am Tisch nebenan, der hat sich 4,5 bestellt und ich mit meinen 3 saß da und hab geheult und gerotzt und hab mich gefragt, wie zur Hölle der es überleben will. Weil der war genauso ein blasses Männchen wie ich. Also, ich wünsche ihm viel Spaß nachher, aber vielleicht war er da schon dran gewöhnt. Ich weiß nicht, kann man sich an so eine Art des Essens gewöhnen? Man sagt ja, man kann sich an alles gewöhnen. Es gibt doch Leute, die sagen, du musst ja einfach nur ein paar Mal die Hand brechen und dann bist du da so abgestumpft, dann macht da nichts mehr, wenn du anderen Leuten eine reinhaust. In Filmen sieht das ja auch immer ganz anders aus, als es in der Realität eigentlich ist. Indiana Jones rennt durch die Gegend, vermöbelt irgendwie 20 böse Bubs und die Hand tut dem nicht mal annähernd weh. Ein echter Mensch, wenn du jemanden wirklich ins Gesicht schlagen willst, ist deine Hand erstmal gebrochen. Oder tut auf jeden Fall scheiße weh, wenn du den sogar falsch schlägst. Deine Hand nachher mehr weh als deine Fratze. Und das willst du ja nicht. Oh, was war das denn? Aber egal, wo ich gerade war. Kann man das lernen? Also wenn ich jetzt jeden Tag zum Inder gehe. Obwohl ich glaube, da kriegt man irgendwann Pusteln am Arsch. Das wäre auch nicht so nett. Also wenn man zu viel scharfes Zeug isst. Darauf habe ich eigentlich auch keine Lust. Aber ich finde indisches Essen echt delicious. Vor allen Dingen, wenn man Vegetarier ist. Und Inder sind da ja nicht so, Vegetarier, haha. Denn in Indien, allein schon in der Glaubensrichtung, gibt es verdammt viele Menschen, die auch Vegetarier sind. Und das Essen da ist echt, Lager de Dagger. Und da hat man auch so ein Lassi oder wie die Teile heißen dazu, mit Milch. Und Milch ist natürlich das Beste gegen Schärfe, dann haust du dir den rein. Und wenn du sowieso
so eine leichte Neigung zur Laktoseintoleranz hast und das Schafe nicht verträgst, dann hast du nachher Disco auf dem Klo und zwar in ganz vielen verschiedenen Farben. Wie komme ich denn hier runter? Hallo? Ah, so, okay. Also, das ist nicht so schön. Aber das macht ja nichts, denn es war lecker und noch geht's mir gut. Ich hatte noch ein bisschen Angst. Das sind, glaube ich, so Phantomschmerzen. Wenn man wirklich glaubt, dass es passiert, dann passiert es auch gleich. Und warum rede ich überhaupt über sowas? Ich weiß es nicht. Ist mir gerade irgendwie so in den Sinn gekommen. Ich denke gerade drüber nach. Waren wir hier auf dieser Insel? Ist hier der Speer? Nee, ne? Hier ist der Speer doch gar nicht. Da müsste nämlich ein Speer sein, der dort hinten hin zeigt. Das ist einfach nur ein Stick. Also waren wir hier noch nicht. Oder die Speere verschwinden echt. Ich meine, ich hätte hier einen Speer hingelegt. Kumpel, wenn, also der Kumpel, der mir gesagt hat, er legt Speere auf jede Insel, weil das eine super Idee ist. Bist du sicher, dass die Speere nicht verschwinden? Das ist er nicht. Das wäre jetzt nämlich echt ein bisschen doof, weil dann finde ich nie mehr nach Hause zurück. Und das wäre wirklich schade. Bei dem, was wir da so alles gebaut haben. Also ich hoffe, dass dein Plan noch aufgeht. Nicht, dass das nicht klappt. Dass irgendwie alle Sachen auf einer Insel despawnen und erst wenn man wieder in die Rändernähe kommt quasi, dass dann erst wieder alles auftaucht, aber sich die Insel solche Gegenstände nicht merkt. Obwohl, da müssten unsere Sachen da hinten ja auch gleich alle weg sein. Was ich nicht hoffe. Ich benutze mal wieder meinen kleinen Trick. Wie geht's uns eigentlich so mampfmäßig? Gut. Keineswegs. Diarrhös. Rhythm Game. So ging's. Aber bei den Leutchen etwas weiter östlich, Chinesen, Japaner, die sind ja auch irgendwie alle laktoseintolerant, ne? Die haben es ja auch nicht so mit. Aber da rede ich auch andauernd drüber. Es gibt so Sachen... Warum rede ich darüber? Ist egal, ich rede einfach weiter. Es gibt so Sachen, bei Milch, eigentlich vertrage ich fast alles. Nur zu viel von allem vertrage ich nicht. Und ich glaube, das ist bei allen Sachen so. Es kann den leckersten Döner der Welt geben. Wenn du 4 davon Intos hast, musst du trotzdem kotzen. Man kann einfach nur nicht zu viel davon essen. Das ist alles. Einfache Lösung. Es gibt nur einen Milchshake, den ich wirklich nicht vertrage. Und dann kam irgendwie auf einmal das Gerücht auf, dass ich laktoseintolerant bin. Und trotzdem habe ich mir diesen Milchshake immer wieder geholt, denn... It's delicious, dude. You want it. Ich habe Angst, dass ich das Ganze irgendwann bereuen werde. Es gibt ja auch Vegetarier, die sind nur Vegetarier, weil sie auf ihre Ernährung achten. Aber meine Ernährung ist mir eigentlich persönlich scheißegal. Es gibt ja auch Leute, die sagen, scharfes Essen reinigt den Magen, aber, also gereinigt wird er auf jeden Fall entleert, wenn man Pech hat. Ob das wirklich gereinigt wird, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass meine Lippe danach scheiße gebrannt hat. Und, doch, den Lassi mit Milch hinterher, also, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf heute Abend. Das wird noch eine lustige Nummer. So, warum lasse ich die eigentlich alle da liegen? Die können wir doch alle direkt in unsere Inventare packen. Und ich denke, dass es gar nicht mal so blöd wäre, wenn wir uns ein paar von diesen Yucca-Pflänzchen mitnehmen. Und das brauchen wir auch, genau, deswegen bin ich ja eigentlich hier. Wir brauchen ja was für die Decke, da sind Sticks ja gar nicht das Wichtigste. Da brauchen wir ausnahmsweise mal die Deckel für, da brauchen wir die Blätter für. Damit das auch funzt. Ihr kommt alle mit. Aber eigentlich würde ich gerne experimentiermäßig auch noch auf die nächste... Du sollst nicht da hochklettern. Auf die nächste Insel und gucken, ob wir einen Wilson finden können. Es gab auch Menschlein, die haben mir gepostet, dass sie 2 Wilsons direkt hintereinander auf jeweils einer Insel gefunden haben. Und Leute, die suchen sich einen ab und finden trotzdem keinen. Also ich glaube, wir hatten da richtig Glück mit den beiden Wilsons. Also es gibt echt diese Geheimnisse, die man finden kann, die gibt es doppelt. Vielleicht auch dreifach, keine Ahnung, ist wohl einfach Glückssache, je nachdem. Aber 2 Wilsons hätte ich schon gern, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte. Aber da kann man sich nicht alles aussuchen. Genauso wie, warum da mein Stick nicht ist. Nicht mehr. Mein Speer. Da lässt mich ein bisschen stutzig. Oder war das auf der Insel rechts nebenan? Warte mal. Her damit. Da ist doch unsere Insel. Das Ding da. Oh, ist da der Speer? Oder ist das einfach nur ein Schatten? Du sollst nicht mal auf Bäume klettern. Nee. Dude, die Sachen verschwinden immer. Du Dorino, da bleibt nichts übrig. Oder ich bin blöd. Und das war eine andere Insel. Aber auf der Insel, auf der ich den Stock gelegt habe, ich glaube, das hier nehmen wir auch mal mit. Da haben wir doch auch abgeholzt, oder nicht? Oder sind wir da nur hingefahren, haben nichts gemacht? Nö, ne, wir haben da abgeholzt. Wenn ich jetzt gleich zurückkomme, meine ganzen Motorteile und der ganze Mist sind weg. Boah.
Das ist der Arsch Kirmes. Das will ich nicht. Das will ich überhaupt nicht. Resume. So. Wie sieht's im Inventar aus? Man kann auch viel zu wenig mitnehmen, finde ich. Wir sind jetzt schon voll. Wir haben das da und die paar Sachen. Und testmäßig, einfach mal um zu gucken, würde ich sagen, wir fahren jetzt mal da auf die Insel da hinten. Vielleicht vertue ich mich ja. Vielleicht war es vorhin eine ganz andere Richtung. Los. Kann ich hiermit auch, Ja, ich kann damit auch auf der Insel fahren. Wie geil. Was natürlich keinen Sinn macht. Ist uns aber Wuppe. Wir steuern mal die Insel an. Es kann natürlich auch die da hinten gewesen sein, ne? Muss ja nur irgendeine Insel im Umkreis sein. Dann nehmen wir... Oh, warte mal. Oh, ich habe das Wichtigste vergessen. Halt. Hier muss, auch wenn es vielleicht nicht klappt... Los, ich will ganz kurz hier runter. Dürfen wir das Prinzip natürlich nicht links liegen lassen. Ist ja keine doofe Idee. Denn wenn es doch klappt, dann sollten wir hier auch für alle Fälle einen Spare hinlegen. Dafür brauche ich eben das hier. Davon brauche ich glaube ich auch zwei, aber die kann ich ja gleich sofort wieder einsammeln. Und dann lege ich das glaube ich direkt da an den Rand. Damit wir wissen, wir müssen immer nur die Küste ablaufen, dann finden wir schon irgendwann irgendwas. Ist das schon die schnelle Variante? Nee, das ist doch die lahme. Das ist die schnelle, genau. Plöp. Und ein Steinchen noch. Und das dann zerhacken. Nein, nicht Grutex, du sollst... Nein! Nicht basteln! Komm her, Stein. So. Kann ich jetzt mit dem Stein den anderen Stein machen? Das ging doch, oder? Ja, das ging. Perfekt. So, du kommst da hin. Crude Spear. Okay. Das ganze Ding jetzt noch drehen und das zeigt dann... Na los. Zeigt dann nach dort. Dort hinten. Oh, das ist ein Schiff. Aber irgendwas sagt mir, dass wir da schon drin waren. Und irgendwas sagt mir, was soll ich mit dem Schiff? So. Wir haben ja sowieso schon alles. Das kann wieder mit... eins hätte ich noch ganz gern. Wir wollen ja auf gar keinen Fall irgendeinen Platz verschwenden und nicht ausnutzen. So. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Das ist ein bisschen doof. Ich glaube, ich soll beim nächsten Mal lieber die Machete verschwenden. Obwohl, was heißt beim nächsten Mal? Das machen wir jetzt noch eben. Alles muss mit. Ja. Boom. Der Mann hier ist genauso steinhart. Nicht steinhart. Ich meine, eisenstark. Gibt's das? Eisenstark wie der Typ aus The Forest. Der kann ja auch immer ganze Bäume mit sich schleppen. Obwohl der hier, der könnte wirklich so einen ganzen Baum als eine Lanze tragen und damit ins Turnier reiten. Das, der andere kann das nicht. Der muss die Bäume ja vorher aufteilen, bevor er die tragen kann. Der kann ja keinen ganzen Baum schleppen. So, das und das und das. Speer, du bleibst brav da liegen, wo du gerade bist. Wir machen jetzt noch einmal ganz kurz eine kleine Expedition zu dem Boot. Da? Nein! Andere Richtung. Aber Essen ist ein super interessantes Thema. Ich könnte den ganzen Tag über Essen reden. Manchmal, weil es so viele verschiedene Kulturen gibt mit Essen und jeder hat eine andere Ansicht, was man essen darf und was nicht. Welche Tiere man nicht essen darf, weil sie zu unrein sind. Obwohl ich das... Da wird letztens auch erst mit dem Jonas drüber gesprochen. Dass Schweine zum Beispiel eigentlich gar nicht so unreine Tiere sind. Man sagt ja, Schweine, die suhlen sich immer im Dreck und Iba und sowieso. Aber dann kam raus, das tun sie gar nicht, weil sie das... Ist das ein Baum? Nein. Das tun sie gar nicht, weil sie das tun wollen, sondern weil man ihnen meistens gar keine andere Möglichkeit gibt. Als wenn du jetzt auf einer Insel hockst und du merkst, oh mein Gott, ich stink wie Scheiße, dann sudelst du dich auch lieber in einer Pfütze als in total reinem, geklärtem Wasser. Den armen Schweinchen bleibt noch nichts anderes übrig. Eigentlich sind das voll die reinen Viecher. Aber nö, sind alle dreckig. Und sauberes Wasser findest du jetzt auch nicht an jeder Ecke. Ein Kompass. Ich glaube, ein Kompass ist eine geile Sache, aber brauchen wir gerade nicht. Brauchen wir gerade einfach nicht. Ein Bucket? Kann ich das aufmachen? Nein. Okay, dann raus hier. Was erwarte ich eigentlich noch? Was erwarte ich eigentlich noch? Wir haben doch schon alles, was man braucht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Huch. So, das da hinten ist unsere Heimatinsel. Wir wollen noch einmal nach nebenan. Einfach nur um zu... Boah, Hilfe.
Boot. Wir wollen noch einmal eben nach nebenan. Ich glaube, so fährt man das Boot sogar eigentlich richtig, ne? Oder? Ist das Wurst? Ich glaube, das ist Wurst. Noch einmal nach nebenan und gucken, ob unser Speer da noch ist. Damit ich sicheren Mutes sein kann und weiß, dass all das, was wir vorher gemacht haben mit dem Speer da hinten, der hoffentlich gar nicht da hinten war, dass das nicht für einen Arsch war. Das wäre ganz nett, noch zu erfahren. Und da hinten haben wir auch noch so viele Sachen. Ich stehe ja immer noch vor der Frage, ob wirklich immer neue Inseln respawnen oder ob es nur eine bestimmte Anzahl an Inseln gibt. Denn dann, haben wir irgendwann alles entdeckt und wenn es keinen Wilson gibt, dann gibt es keinen Wilson. Deswegen glaube ich, dass es sein kann, dass wenn man nichts auf den Inseln baut oder nichts Besonderes da macht oder so, dass die einfach wieder resettet werden. Damit man quasi wirklich immer neue Sachen hat, weil die Welt hier nicht unendlich ist, so wie in Minecraft, sondern auf einen gewissen Teil beschränkt. Was ein bisschen hart wäre, aber damit müssen wir dann zurechtkommen. Wir wissen ja auf jeden Fall, dass wir die äußerste Insel haben. Da ist zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Stück nur. Wo dahinter bestimmt noch einige mehr sind. Mal glubschen, lieber Insel. Hast du meinen Spear? Und wenn nicht, wer hat ihn dann? Oh. Das war nicht normal. Guck mal, auf einmal ganz viele Fischlein. Kann man eigentlich angeln? Das wäre doch das Naheliegendste hier. Also die Ottos kann man töten, ja. Hat mir auch jemand gesagt, dass man da aufpassen muss, wenn man die an Land ziehen will, dass da irgendwas schief gehen kann. Und dass das nicht gut ist. Hallo, mein Freund. Dass man da vorsichtig sein muss. So. Ist hier jetzt noch irgendwo der Speer? Vielleicht war er auch auf einer anderen Insel, aber ich habe ihn nur übersehen. Und wenn der Speer hier irgendwo ist, dann habe ich ihn auch hier hingelegt, oder? Speer. Hier ist kein Speer mehr. Die Sachen müssen echt alle verschwinden, oder nicht? Oder ist er das? Da ist er. Okay, alles cool, alles gut. Wunderschön. Wir können glücklich sein. Dann mache ich mir jetzt auf den Weg nach Hause, baue dann in der nächsten Folge natürlich noch die ganzen Sachen zu Ende. Und dann würde ich sagen, nachdem wir in der nächsten Folge, ich weiß gar nicht, ob man damit überhaupt zurechtkommt, ob man damit überhaupt alles zu Ende bauen kann. Auf jeden Fall, es ist ja so, dass das hier gerade nicht funktioniert. Komm her. Komm schon. Ah, jetzt geht's. Es ist ja so, dass man irgendwann bei so einem Spahil alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, fürs Erste jedenfalls. Solange es keine Patches gibt und so. Und ich habe jetzt schon wieder Angst, dass die sich mit der Kohle irgendwo absetzen, die Leute. Aber es sind ja nur 2, glaube ich, und das kann eine Weile dauern, bis da was Neues kommt. Was dann nicht wieder von Bugs befallen ist. Also irgendwann ist man ja an die Grenzen gestoßen. Und ich würde einfach nur ganz gerne das Haus zu Ende bauen, einfach damit wir was haben. Bett vor die Tür, denn reinsetzen kann man es ja nicht. Und dann noch alle Sachen finden und auf der Insel sammeln. Heißt also, wenn eine Bude fertig ist, samt Bett und so, dann ist eigentlich nur noch die Mission, die anderen Sachen zu finden. Und ich glaube, dann wird es keinen Sinn mehr machen, da jedes Mal eine einzelne Folge von zu machen, wie ich durch die Gegend fahre. Ich glaube, dann cutte ich das oder irgendwie mache ich das dann und mache dann erstmal eine Pause von dem Let's Play. Denn ansonsten bist du einfach irgendwann an deine Grenzen gestoßen und tuckerst hier nur durch die Gegend und dann kommen so Sachen zustande wie, dass du über deine Popo-Probleme redest. Und das ist nicht gut. Das will nämlich keiner wissen. So. Ich glaube, ich mache hier jetzt auch eine kleine Aufnahmepause. Und die Folge nicht wieder zu lang wird und sage bis dann. Und schon nächste Folge von Stranded Deep. Tiddly. Con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La La casa del merengue, la 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 la.
Bachata. Hey!